Podcast WR4 Baden-Württemberg mit Vanessa Mai und Jörg Assenheimer. Guten Morgen, wir starten gemeinsam in den Mittwoch. Radio bedeutet mir sehr viel. Also seit Beginn meiner Karriere ist der SWR4 dabei und es ist so halt zu Hause. Man fährt hier halt mal kurz hin und es ist immer um die Ecke. Also wenn ich hier bin, hat sich das nie wie wir machen jetzt eine Radiotour oder irgendwas angefühlt. Vanessa, wir bekommen schon ganz viel Post hier über swr4.de, Mail ins Studio. Ja, verrückt, jetzt du wirst, schon. Ja, du wirst hymnisch begrüßt von den Frühaufstehern. Freuen sich alle, dass du da bist. Sonst rede ich halt frei und plapper einfach, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Und du hast einfach ständig die Angst, ein Knoten kommt in deine Zunge und das willst du halt nicht. Und wenn du nur Guten Morgen sagst, habe ich das Gefühl, ich stolper gleich über den Satz. Wir legen los, Herr Rössler. Erste Frage. Trinkt Vanessa Mai morgens lieber Kaffee oder Tee? Oh. Oh, jetzt sie. Einfach probieren. Nein. Was sagen Sie? Ich sag nein. Nein, nicht. Sie können nicht nein sagen bei einer. Wenn ich sage Kaffee oder Tee, dann können Sie nicht nein sagen. Dann müssen Sie entweder sagen Kaffee oder Tee. Kaffee. Und? Richtig. Guten Morgen, Herr Prahl. Ja, sag ich mal Moinsen. Axel, hallo. Vanessa, oh, mein Liebst. Poppy. Er ist tatsächlich dran. Was plötzlich alles möglich ist, wenn Vanessa Mai hier bei mir im Studio ist. Das ist unglaublich. Ich freue mich so sehr, Axel. Schön, ich bin aufgedreht. Ich habe so diesen Effekt, wenn ich von der Bühne komme und total vollgepumpt bin mit Adrenalin. Es ist schon eine tolle Erfahrung jetzt gewesen und ich freue mich auch, dass ich wieder kommen darf. Wenn. Dann werden wir sehen. Tschüss.